Phantasmat. Und damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zu einem neuen Spiel, ein Wimmelbildspiel, Phantasmat. Ich bin wieder angefixt vom Wimmelbildspiel und dachte mir, ihr vielleicht auch, und dann zeige ich euch doch mal ein neues Wimmelbildspiel. Und das heißt Phantasmat. Es ist von Deutschland spielt, powered by Intennium. Code Minion. Eine verlassene Straße. Ein Auto. Phantasmat. Ja, es ist 23.59 Uhr. Diese Uhrzeit ist Echtzeit. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich ist es irgendwie 10:30 oder so morgens. Und ich dachte, wir spielen mal ein Spiel. Ein Wimmelbildspiel ohne Cam allerdings. Weil da schäme ich mich einfach viel zu viel für. Ja, und ich würde sagen, was toll ist, was mir schon aufgefallen ist, eben bei einer Testaufnahme, dass wenn man hier drüber geht, kommt so ein Soundeffekt, wie man hört. Wenn man die Maus drüber lässt, hängt dieser Soundeffekt in einer Endlosschleife. Das ist sorgfältig programmiert, könnte man meinen, aber wir spielen einfach mal. Experten, Wimmelbild-Fans, weniger Tipps, für schnelles Klicken hält. Ja, ja. Expertenmodus will natürlich Wimmelbild-Experte. Wer weiß es nicht. So, und jetzt, wo bin ich? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Wer bin ich überhaupt? Ich sollte mal auf die Karte schauen. Komisch. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Das ist ja voll die Scheißkarte. Crossroads. Ach, wir sind in World of Warcraft. Oh mein Gott. Nein. Ich habe jemanden überfahren. Ich glaube, wir sind eine Frau, oder? Ich muss vielleicht mal meine Stimme ändern. Oh Gott, was ist da im Rückspiegel? Alter Schalter. Wir lenken übrigens freihändig, wie man gerade schön gesehen hat. Episch. Du hattest in einer unbekannten Gegend einen Autounfall und brauchst Hilfe. Möchtest du einige Spieltipps, hilfreiche Spieltipps erhalten? Ja, bestimmt. Ich bin froh, dass ich im Leben bin. Ich muss Hilfe holen. Du solltest diesen Ort verlassen, um nach Hilfe zu suchen. Ja, gut. Weiter nach alter Schuppen. Durchgeladenes Wasser zu laufen ist tödlich. Ich muss den Strom abschalten. Kann ich diese Tipps wieder ausschalten? Ja, hier scheinbar nicht. Gut, dann untersuchen wir mal das Ding hier. Benutzen. Ich muss die Bolzen mit einem Schraubenschlüssel entfernen. Im Kofferraum müsste einer sein. Gut, schauen wir in den Kofferraum. Ich brauche einen Schlüssel, um den Kofferraum zu öffnen. Habe ich ihn einfach fallen gelassen? Ich, kleines Dummerchen, ich. Ah, ach ja, man kann hier irgendwie die drei Gewinnmodus aktivieren, um die Dinge schneller zu finden oder so, aber das machen wir natürlich erstmal nicht. So, ist das Kohle? Das ist Kohle. Eine Büroklammer. Die natürlich wahrscheinlich ihrer Originalgröße entspricht. Glücklicher Frosch. Bist du glücklich? Ach, du bist glücklich. Guck mal, der lächelt. Gürtel, Fingerhut, Büroklammer, Schlüssel. Können wir nicht schon aufhören? Wir haben doch schon den Schlüssel. Da ist der Gürtel. Was brauchen wir denn noch? Fingerhut, Knopf, Schädel, Vorhänge, Schloss. Da ist die Büroklammer. Originalgröße natürlich. Fingerhut. Ist das ein Knopf? Nein. Ist das ein Knopf? Auch nicht. Oh Gott, dieser Fisch. Er ist tot. Ring oder Kette? Komm, das ist doch eine Kette. Das ist doch mit Anhänger. Eine Kette mit Anhänger. Was hat der denn hier auf? Da ist eine Kette. Ach, so eine Kette. Knoblauch. Jetzt so einen geilen rohen Knoblauch. Einfach mal reinbeißen. Da ist der Ring. Knopfschädel, Vorhängeschloss. Knopfschädel, Vorhängeschloss. Ist das ein Knopf? Nein. Bist du ein Knopf? Nein. Knopfschädel, Vorhängeschloss.
Wo seid ihr abgeblieben? Hier ist ja nichts mehr. Hier ist nur so ein matschig. Das ist ein Schädel. Das ist ein Gesicht. Guck mal, Augen, Nase, Mund. Ih, wie creepy. Eine Schnecke, ein Würfel, ein Auspuff. Eine Uhr, die wir nicht brauchen. Da, ein Vorhängeschloss. Ah, unter Wasser. So, jetzt noch, da ist der Schädel. Und ein Knopf. Jetzt die Frage, ist das so ein... Ach, da ist ein Knopf. Schaut mal, der ist ja genau der gleiche Farbton wie der... Wie die Umgebung. Ist ja für den Arsch. Schlüssel. Das Auto hat Totalschaden. Also kann ich das wohl als Andenken aufheben, das Schlüssel. Ich kann mit das Schlüssel aber auch die Kofferraum aufmachen. Autoschlüssel. Benutzen Autoschlüssel. Yeah. Manche Gegenstände kann man aufheben. Andere sind nur zur Dekoration. Da wie zum Beispiel die zwei Suppendosen. Ich brauche jetzt... Ich hätte gerne eine Suppe. Ah, ich habe eine Taschenlampe gefunden. Cool. So, dann machen wir das mal auf. Ich jetzt hier jedes einzeln anklicken. So, versuche das Rätsel zu lösen. Ja. Gibt es da gar keine Hinweise zu? So. Fertig. Ich kann erst den Strom... Ach so, weil alle Verbindungen getrennt sind. Das macht natürlich Sinn. So, jetzt ist da getrennt. Jetzt ist da getrennt. Jetzt ist da getrennt. Großartig! Jetzt kann ich den Hebel betätigen und den Strom abschalten. Ach, da brennen die gleich durch hier, oder was? Das war mir auch so, wenn ich das Licht zu Hause ausmache, brennt gleich die Sicherung durch. Perfekt. Jetzt kann ich endlich Hilfe holen. Dann mal rein in den Wald. No, you scared me. Du hast mich erschreckt. What are you doing here? Wer bist du? Was tust du hier? It's hier ist es gefährlich. What? You crashed your car? Are you all right? There's yeah. An old hotel nearby. I sort of work there. Creepy. Anyway, there's a phone in the lobby. You could use it and call for help. I think. Just please make the call and leave, okay? Don't check into a room or anything like that. Look, I know I probably sound a little crazy, but you've got to trust me on this. Okay. Was haben wir für Aufgaben? 1% haben wir schon abgeschlossen in knapp 7,5 Minuten. Ich sollte das Hotel, das das Mädchen erwähnte, doch sogar richtig, aufsuchen und Hilfe holen. Wollte ich gerade über die Rechtschreibung meckern, aber gut. Können wir hier was machen? Ein abgewracktes altes Sägewerk. Meine Stimme verändert sich immer wieder. Ich bin im Stimmbruch. Was? Hier arbeitet bestimmt niemand. Dialog wiederholen? Nee, will ich nicht. Da kann ich noch nicht hin. Warum nicht? Ich möchte da aber gerne hin. Naja, weiter zum... Wait, I forgot to tell you something. What? The forest can be a real maze sometimes. Can you remember these directions? On the first split, turn right, oh Gott. Then right again, then left and right on the last one. Rechts, got rechts, it? Links, rechts. I'd come with you, but I need to check on the power lines. Ja, die haben wir gerade ausgeschaltet. Rechts, rechts, links, rechts. Ja. Achso, hier, Taschenlampe. Von nun an bist du auf dich allein gestellt. Viel Glück, also rechts. Hier kann ich gar nicht rechts. Tja, schade, dann halt geradeaus. Rechts, rechts. Links. Rechts. Geradeaus. Sind wir da? Wir sind angekommen. Oh nein! Gestrüpp überwuchert das Schild. Aber ich erkenne das Wort Hotel. Ich auch. Wir benutzen mal den Vogel. Ah. Interessanter Name für ein Hotel. Das Hotel der ertrunkenen Toten. Aha. Ragt dort etwa ein Kirchturm aus dem Wasser? Ja, tut es. Tut er. Er ragt. Ah, ein Wimmelbild. Ja, gut. Warum auch immer, was wir jetzt auch immer hier suchen, wir brauchen bestimmt den Mond. Da ist er nämlich. So, Schnecke, Herz, Schere. Schnecke hatte ich im anderen Wimmelbild. Kann ich die vielleicht benutzen? Hier ist ein Herz. Brauchen wir einen Notenschlüssel vielleicht? Nee. Bist du eine Schnecke? Oh, Tatsache. Schere, Notizbuch, Schnurrbart, Pflaster.
Schere, Notizbuch, Schnurrbart, Pflaster. Hast du ein Notizbuch? Nein. Und wir eine Rose? Ja. Da ist der Schnurrbart. Der passt auch so wenig zu dem. Brille, brauchen wir die auch? Nee. Klee. Und ein Blatt. Da sind ganz viele Blätter. Das ist eine Erdbeere. Brauchen wir nicht. Eine Schnuckelstange. Was ist das? Ach, eine Medaille. Natürlich, da ist ein Blatt. Globus. Der sollte eigentlich auch zu erkennen sein. Wenn er nicht irgendwie mikroskopisch klein ist. Das ist ein Schädel, den brauchen wir nicht. Notizbuch, Pflaster, Schere und Globus. Notizbuch, Pflaster, Schere und Globus. Ich sehe momentan nichts dergleichen. Also rein gar nichts. Ist doch bestimmt hier ist noch irgendwas versteckt. Da bin ich, würde ich ja fast meinen linken kleinen Zeh drauf verwetten. Das Notizbuch? Ah, Tatsache. Schere, Pflaster, Globus. Hat hier irgendeiner Pflaster aufgeklebt? Bist du ein Pflaster? Nein. Da ist ein Pflaster. Oh Gott, das ist aber Temperament. Okay, Globus und Schere. Wie eine Schere aussieht, weiß ich gerade noch, aber das hilft uns in einem Wimmelbildspiel natürlich immer nur bedingt weiter. Guck mal, ein grüner Mini-Riesenkraken. Ein Mini-Riesenkraken. Aha. Aha, aha. Globus, komm. Bist du ein Globus? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, wie komme ich denn nur da drauf? Da ist ein Globus. Jetzt noch eine Schere. Irgendwann probieren wir auch mal diesen Drei-Gewinn-Modus. Da kann man sich irgendwie Tipps abholen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber noch nutzen wir den nicht. Wenn wir irgendwann mal nicht weiterkommen, dann nutzen wir den. So, eine Schere. Liebe Leute. Wo haben wir denn eine Schere? Das ist so eine eklige Engelspuppe, ein Anker. Eine Kordel, eine Süßigkeitenstange, eine Raupe. Was ist denn hier? Boah, Visita Tovasis Friday. Kann ich nicht lesen, den Rest. Schere. Schere. Da ist eine Schere. Sehr gut versteckt mal wieder. Und was nehmen wir Sinnvolles mit? Ein Notizbuch mit Stift. Es ist etwas durchnässt, doch um Notizen zu machen, sollte es reichen. Ja, schreib du mal auf dem nassen Notizblock. Viel Spaß. Zurück, Hotel, ansehen. Der Zaun ist völlig verfallen und von schleimigem Moos bedeckt. Weiter Klippe. Gehen wir erstmal zur Klippe und springen in den Tod. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja mal creepy as sonst was. Am anderen Ufer befindet sich ein Friedhof. Hoffentlich muss ich nicht dorthin. Ich fürchte schon. Ein Kirchturm ragt aus dem Wasser empor. Halluziniere ich oder sehe ich wirklich Dächer dort im See? Stimmt, das sind Häuser. Oh mein Gott. Das Hotel sieht aus der Nähe übler aus als aus der Ferne. Ja, das stimmt. Dann gehen wir mal rein in das vertrauenserweckende Hotel. Aber wir sind immer noch nicht da. Bing. Ich sollte das Hotel da. Sind wir ja, ich muss irgendwie ins Hotel gelangen. Ja, das stimmt. Wollen wir mal klingeln. Die Klingel funktioniert nicht. Die Tür aufmachen, klopf, klopf. Offenbar hört mich niemand klopfen. Mach auf die Tür, die Tür macht weit. Die Kette der Türglocke ist offenbar abgefallen. Ja, nimm sie doch mal mit. Nimm sie doch mal mit, Olle. Ein Wimmelbild. Zigarre, Bootshaken, Sanduhr, Banane, Profil. Wie Profil? Jetzt ein Mensch im Profil, da ist eine Sanduhr. Ein Mensch im Profil oder was? Oder was, ey? Ich verstehe das nicht. Bist du ein Teppichklopfer? Nee. Du bist ein Besen, auch kein Teppichklopfer. Tambourin brauchen wir auch nicht. Warnsymbol. Traumfänger, den habe ich doch gerade gesehen. Wo habe ich den gerade gesehen? Da oben.
Da ist eine Banane im Baum. Da ist eine Ananas, ein Apfel. Ist alles sehr, sehr gesund. Lebt man hier. Da ist eine Zigarre. Boots. Was ist ein Bootshaken? Ist das ein ganz normaler Anglerhaken oder ist da wieder irgendwas Spezielles, was niemand kennt? Da ist ein Teppichklopfer. Fisch ist da im Sofa natürlich. Handschuhe sind da. Bootshaken, Profil, Eule. Eule, Eule, Eule. Habe ich nicht eben schon gesehen? Da ist ein Warnsymbol. Habe ich nicht eben schon eine Eule gesehen? Oder meine ich ja diesen Vogel, der ja keine Eule ist? Was bist du denn? Du bist ja auch ein bisschen gruselig. Da ist noch irgendeine Frucht, die ich gerade nicht benennen kann. Trompete ist keine Flöte. Nein, nur um sicher zu gehen, ob hier Übersetzungsfehler vorliegen oder so. Man weiß ja nie, eine Möhre ist auch keine Flöte. Nein. Verrückt, dass eine Möhre keine Flöte ist. Das ist das Profil? Ah. Ist eine Eule? Nein. Okay, also Bootshaken, Eule und Flöte. Flöte ist natürlich auch schwierig zu finden, weil sie gerne dünn und lang sind. Wie andere Dinge. Ist das eine Flöte? Nee, ach, das ist ein Bootshaken, sowas. Okay. Da ist die Flöte. Jetzt noch eine Eule. Eule, Eule, Eule. Eule, Eule, Eule. Da bist du. Im Lampenschirm hat sie sich versteckt. Ein recht langer Bootshaken, praktisch um Dinge zu erreichen. Kann ich jetzt hier irgendwie... Ach so, jetzt kann ich hier auch klingeln. Ding dong. Hallo? Nee, ich hab doch... Entschuldigung. Please, come in. Nee. Vielleicht lieber nicht. Naja, in der nächsten Folge gehen wir mal rein und schauen, was uns in diesem super tollen Hotel so alles erwartet. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis morgen, denn dieses Let's Play wird täglich erscheinen. Bis morgen. Macht's gut. Tschüsschen.